Na, Halle am Arsch. So sind sie, die Hessen. Der Possel dachte halt, was die in Hessen schaffen mit dem Roland Koch, das schafft er für Europa auch. Und in Hessen kriegen sie jetzt nicht mal einen Kulturpreis für einen kritischen Moslem hin. Aus Mangel an Toleranz, ist schon lustig. In Hessen, wo der Schmierlappen Roland Koch immer noch regiert mit seinen jüdischen Vermächtnissen. Ja, ist schon schön. Da dreht sich der Lessing im Grab um. Dieser deutsche Papst hat jetzt mühsam im Nahen Osten die Suppe ausgelöffelt, die er sich selber eingebrockt hat. Und der Kardinal Lehmann kriegt hier nicht mal die Bergpredigt aus der Schublade. Schon toll. So ist es halt nach 60 Jahren Grundgesetz. Da musst du schön aufpassen, dass du deine Toleranz nicht verschleuderst. Und manche Feindbilder, die sind uns lieb und teuer und die werden gepflegt, damit man über andere lässig hinwegsehen kann. Da musste man erst wieder 7 Inder durch Mügeln prügeln, bis man über ein NPD-Verbot nachgedacht hat. Zwar auch nur für 2 Wochen, aber immerhin. Dann haben wir ein Jahr geschlafen, dann haben sie den Passauer Polizisten angestochen. Dann haben wir wieder 2 Wochen über ein NPD-Verbot nachgedacht und das war's, jetzt schlafen wir gerade wieder. Bis zum nächsten Attentat, dann reden wir wieder 2 Wochen über ein NPD-Verbot. Geht's noch? Komm, Hagen, eine Demokratie muss Faschisten im Landtag locker aushalten können. Viel gefährlicher für die Demokratie sind ja Kopftücher. Ah ja, stimmt. Das Fremde ist ja immer viel gefährlicher. Komm, Hagen, wir können die NPD nicht verbieten. Wir haben es doch versucht. Wir haben zu viele V-Leute drin. Was? Und jetzt? Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Müssen wir jetzt warten, bis der letzte V-Mann in 30 Jahren eines natürlichen Todes gestorben ist? Oder im Jahr 2039? Heute ist Günter Kowalczewski, der letzte V-Mann, im Alter von 97 Jahren in Magdeburg im St. Augustin-Stift in seine Suppe gerutscht. Oder was? Hä? Man wünscht sich von einem deutschen Papst noch klarere Worte in Israel und wir leisten uns hier locker nationalsozialistische Nachfolgeparteien in Parlamenten. Geht's noch? Und die Antisemiten und Rassisten sitzen feist im Landtag, lachen sich kaputt über uns. Wir stopfen sie mit Steuergeldern, stürzen uns aber lieber auf kleine Türkinnen und wollen ihnen das Kopftuch abnehmen, als wäre der Teufel hinter uns. Geht's noch? Und dieses Kopftuch hat keineswegs ausschließlich mit Unterdrückung zu tun. Das hat auch was mit Stolz und Identität zu tun. Und oft sind es auch diese jungen Frauen mit Kopftuch, die viel besser Deutsch können und viel besser integriert sind als ihre vollkommen überassimilierten, bauchnabelgepiersten Arschgeweihschwestern. Tja, aber ja. Aber so wollen wir den Türken haben. Dumm und gefährlich. Der soll Döner fressen und Bushido hören, dann weißt du auch, wo er ist, wenn du ihn brauchst. Ja, sicher. Dann haben wir 2 Vorzeigetürken, Cem Özdemir und Fatih Akin. Das muss reichen für so ein Land. Seit neuestem liest man Orhan Pamuk. Auch als Hörbuch. Alle anderen mit Kopftüchern sind Bin Ladens Bräute. Die tragen heute ein Kopftuch und morgen vielleicht schon einen Sprengstoffgürtel. Die sind entweder total unterdrückt oder subversiv. Geht's noch? Kein vernünftiger Mensch möchte zwangsheiraten auf der Welt. Müssen wir deswegen gleich über Kopftuchverbote nachdenken? Muss man immer alle Kinder mit den Bädern ausschütten, bevor man sie über einen Kamm schert? Ist doch nicht jeder gläubige Katholik pädophiler Holocaustleugner. Ja? 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 Verbieten wir Fußball nur, weil Hooligans Menschen totschlagen? Oder Alkohol im Straßenverkehr, bloß weil dauernd Leute totgefahren werden. Es gibt junge, selbstbewusste Frauen mit Kopftuch, die Hip-Hop machen. Aber Feindbilder, an denen hält man gerne fest. Wenn man mal welche hat, dann packt man die. Außenminister Steinmeier hat richtig Dresche gekriegt von der CDU, weil er es gewagt hatte, endlich mit dem syrischen Außenminister in Dialog zu treten. Ey Steinmeier, das ist der Feind und das bleibt er auch. Vom außenpolitischen Sprecher der CDU hat er richtig Prügel gekriegt. Eckart von Kläden. Kennen Sie Eckart von Kläden? Ein Nebenprodukt der Weltraumforschung. Ja? Die Teflonpfanne der Union. Da brennt nichts an. Nix, gar nichts.